Hallo Leute und willkommen zurück zum CTWW. Mit Sunset Forest beginnen wir direkt, ja. Muss ich direkt mal einen raushauen. Ich sitze hier gerade extrem unvorteilhaft noch, weil ich das Mikro vergessen habe auf das Stativ in Anführungsstrichen zu stellen. AKA ich stapel ein paar Bücher und DVDs. Und deswegen, ja, muss ich gerade mit dem Kopf quasi nach unten reden. Aber trotzdem irgendwie auf den Bildschirm schauen. Ich glaube, das ist nicht sonderlich gut für den Nacken und ich werde schon nach diesem Rennen alleine hier schon Schmerzen haben. Aber, oh komm, als ob ich da noch aufkomme. Auf dem Fitzelchen vom Pilz. Das war nicht so gut. Hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Und das hat wiederum Zeit gut gemacht auf die Verfolger, weil der andere auch noch von der Roten getroffen wurde. Perfekt. Besser hätte es nicht ausgehen können für mich. Ja, der Raum hier ist jetzt nicht ganz so krass. Es sind 5 oder 6 Spieler, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Und die haben so 7000 Punkte, 6000 Punkte, so um den Dreh allesamt. Leider ist das CTWW nämlich momentan ziemlich aufgesplittet. Oh Gott, das war ein bisschen zu motiviert, wie ich da springen wollte. Ja genau, es gibt nämlich ganz viele verschiedene Räume, die aber jeweils nur ganz wenige Spieler haben. Das ist halt ja etwas unvorteilhaft, aber naja. Was soll man machen? Wahrscheinlich gibt es halt keine Möglichkeit, irgendwie Räume quasi zusammenzuführen. Das wäre halt eine ziemlich coole Sache, dass wenn das System quasi sehen würde, oh, da gibt es 3 Räume mit jeweils 3 Spielern, dann machen wir da doch mal einen 9-Spieler-Raum draus. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber gut, ne? Manche mögen vielleicht auch kleinere Räume sogar lieber, weil es nicht ganz so Item-Gespammer ist und so ein Kram, also, ne, jedem das eine und ist wahrscheinlich einfach am besten so, wie es ist. Immerhin können wir das Spiel überhaupt noch spielen, das ist ja sowieso immer, ja, da muss man sich sowieso schon immer für bedanken. Und bedanken wollte ich mich an der Stelle auch nochmal für die, bei denen, die beim Raum dabei waren oder zumindest Bescheid gegeben haben, dass sie leider nicht können, auch an die. Vielleicht klappt es ja irgendwann, falls es ein nächstes Mal gibt. Oh Gott, der Wheelie hat ganz komisch geendet, dass ich da mysteriös aus dem Drift gekommen bin. Sehr komisch. Genau, vielen Dank da nochmal an alle. Es war nicht hundertprozentig optimal, wie es ablief, aber hat ganz gut funktioniert, weil es keine Disconnects oder so oder sowas gab. War bloß von der Absprache her nicht ganz so gut, weil eben ganz viele noch kurz vor knapp ihre FCs reingeschrieben haben, was aber ja auch okay war. Also es hat alles funktioniert. Und 4 Spieler. Und genau. Jetzt habe ich die meisten wahrscheinlich auch geaddet, die beim nächsten Mal dabei sein würden. Dementsprechend wäre da das Problem dann nicht mehr so sehr vorhanden. Auch bin ich mir jetzt jeglicher Raumeinstellungen bewusst, was zu dem Zeitpunkt da noch nicht der Fall war. Dementsprechend auch da keine Probleme mehr beim nächsten Mal, weil ich hatte ja eigentlich im Ankündigungsvideo gesagt, keine Custom Tracks, aber das hat vermutlich nicht jeder von denen gesehen, die dann den FC geschrieben haben und dass es eben doch dazu kam und ja, dann irgendwann am Ende war es mir auch egal, aber ne, ist wahrscheinlich besser, einfach die Regeln von vornherein festzulegen mit den Raumeinstellungen, die es gibt, von denen ich nicht so genau Bescheid wusste. Und ja, dann nächstes Mal alles reibungslos. So ist der Plan. Wann es das nächste Mal gibt, kann ich aber leider noch nicht sagen. Das ergibt sich vielleicht wieder mehr oder weniger spontan. Natürlich mit Ankündigungsvideo, aber wisst schon Bescheid. Oh ja. Was machst du denn? Alter, was ein Idiot, Mann. Fährt einfach so im Zickzack. Habe ich auch gemacht. Oh Mann. Aber das muss doch nicht sein. Na gut, wir sind Vierter, das ist hier vielleicht gar nicht so das Problem. Na, was mache ich jetzt mit den 2 Pilzen? Einsetzen und hoffen, nicht darunter zu geraten. Ja, für 3 Grüne hat es sich nicht unbedingt belohnt. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Item, und zwar ein gutes. Ja, 3 Pilze sind okay. Damit sollte ich den einen hier hoffentlich noch einholen können. Oh Gott, das war knapp. Den Player auch noch? Nee, das wäre zu viel des Guten. Oh Gott. Die Grüne, die sind noch ein paar Mal ziemlich knapp hinter mir hergeeiert. Aber hat funktioniert und auf dem zweiten kriegen wir ja leider schon Minus, das dachte ich mir. Aber nur ein bisschen. Ah, schöne Strecke. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob
die Lunar Lights hieß, aber ja, da war ich doch noch richtig. Ist aber, glaube ich, Spiegel, dann kann ich die vermutlich nicht, aber naja, gut. Nach der ersten Runde passen wir uns hoffentlich weitestgehend an. Ah, hier gerate ich trotzdem noch ins Offroad, das passiert mir hier wirklich jedes Mal gefühlt. Aber das ist auch ein bisschen doof gemacht, finde ich. Ja, ich hätte auch noch eine halbe Stunde stehen bleiben können, der hätte wahrscheinlich trotzdem noch aufs Item gewartet. Oh Mann, wie bescheuert. Aber die Pilze sind gar nicht so schlecht eigentlich. Damit kann man hier theoretisch was anfangen. Ich hätte da über die Kurve springen können, glaube ich. Da hätte ich hochspringen können, aber das ist mir alles gerade zu riskant im Spielmodus. Weil ich die Strecke dann doch nicht so gut kenne. Aber den hier können wir machen. Ja, hat funktioniert, aber auch nur mit zwei Pilzen. Ich glaube, ich hätte da einen Stunt ziehen können, aber der Stunt wollte irgendwie nicht. Oh, das ist natürlich ganz nett. War das eine gute Idee? Ich mach mal ein bisschen langsamer lieber. Er hatte einen Bill auf 1. Ich glaub's nicht. Ja gut, der wird jetzt nicht allzu lange gehalten haben, aber das ist schon... das war krass. Gut. Ist aber nicht verkehrt, dass wir ihn in dem... ihn den dann zumindest rausgehauen haben. Gott. Das war eine sehr schwierige Wortfolge, ey. Und wir kriegen auch einen. Und da kommt eine blaue. Das ist nicht schlecht. Dann ist das Feld eng beisammen und wir haben den Bullet Bill. Theoretisch muss ich jetzt nur einigermaßen gut fahren, mich von nichts treffen lassen und hinter dem bleiben und dann im letzten Moment quasi den Bill anmachen. So wie er das wahrscheinlich auch geplant hatte, bis die blaue kam. Das sollte ein gutes Rennen werden, hoffentlich. Weil erster gibt... als einziger Platz plus, wie wir gerade gelernt haben. Das sieht auf jeden Fall noch gut aus, solange wir nicht von dem Stern hier weggerammt werden. Alter, wie lange hält der bitte? Jetzt aber auch mal gut hier. Meine Güte. Oh ja, er zieht hier Abkürzungen. Schafft's aber, glaube ich, nicht. Nee, ich denke, der ist runtergefallen. Na gut, dann sollte das eigentlich jetzt eine safe Sache sein. Insofern jetzt nicht noch was ganz Krasses passiert. Da kann ich ihn auch noch einsetzen. Wunderbar. Hätte auch anders ausgehen können ohne den Bill, aber... na gut. Eigentlich bin ich das ganze Jahr quasi ohne Item gefahren. Also wäre es vielleicht doch gar nicht anders ausgegangen. Und das, obwohl ich hier nur das goldene Wii-Wheel habe. Und da hat einer ein goldenes Wii-Wheel und Stern und ist schlechter. Ha! Krasser Typ. Niverbia. Schon lange nicht mehr gespielt, aber der Name hat mir irgendwas gesagt und ich hatte die nicht so verkehrt in Erinnerung. Jetzt denke ich mir gerade, okay, was war das nochmal für eine Strecke? Aber gut, dann kann man sie ja mal wieder fahren, um den Gedanken, aufzufrischen. Sieht aber ganz okay aus, auf jeden Fall. Ah ja, genau, das war die hier, wo ich gerne mal in die Mitte gesprungen bin und hängen geblieben bin. Ja. Der Name hat mich auch so ein bisschen an den Film erinnert, Disturbia. Kennt vielleicht der eine oder andere? Wenn nicht, schaut ihn euch an. Ich finde ihn ganz gut. Und ich habe den letztens auch wieder geschaut, aus dem Grund, dass ich den auf meinem iPod... oh Gott, das war keine gute Idee. Alter, ist das krasses Offroad hier. Und zwar hatte ich den auf meinem iPod Touch. Jetzt denkt ihr euch, okay, warum um alles in der Welt schaust du auf deinem iPod Touch irgendwas an? Das hat den Grund, dass mein Handy futsch gegangen ist und ich irgendwie... was tun muss. Und ich habe den Film gesehen und dachte mir, boah, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich den auf diesem Mini-Bildschirm gesehen. Das ist ja wirklich krass, wenn man so vergleicht. Also der Bildschirm davon ist schon deutlich winziger gewesen als der von meinem Samsung Galaxy S. Oh Gott, was denn? Was war es denn? Ich glaube, S4 hatte ich jetzt ewig lange, 5 oder 6 Jahre oder so. S4 Mini, ja. Da war der Bildschirm halt auch relativ klein. Und jetzt habe ich leider Gottes mir ein neues Handy holen müssen, weil das andere nicht mehr ging, leider. Und ja, jetzt habe ich, lasst mich nicht lügen, heißt das Samsung Galaxy A40? So irgendwie in um den Dreh, irgendwas mit A40. Ich weiß nicht, ob es ein Galaxy-Ding ist. Ich kenne mich mit Handys null aus und es war mir auch vollkommen egal, was ich hole. Hauptsache, es funktioniert. Und ja, das wurde mir halt im Handyladen empfohlen. Und ich wollte irgendwas, was einen kleinen Bildschirm hat, der in die Hosentasche passt, ja. Das ist ja so eine Sache. Es gibt so manche Handys, da denkst du dir, da kannst du gleich einen 3 Quadratmeter Karton mitnehmen. Wäre genauso groß. Also das finde ich irgendwie richtig lame, dass Handys größtenteils echt richtig riesig geworden sind. Und so überhaupt nicht handlich. Das geht noch einigermaßen, aber der Bildschirm ist auch schon viel fetter, wie gesagt.
Oh ja. Bin aber soweit ganz zufrieden. Ich muss sagen, die Bildschirmqualität ist sowas von viel besser. Wenn ich mir da YouTube-Videos mit anschaue, konnte ich auf meinem alten Ding immer nur 480p stellen. Und da sahen meine Videos richtig dreckig aus immer. Aber auf dem Bildschirm sehen meine Videos richtig geil aus. Ja, besser als auf meinem PC-Bildschirm, würde ich beinahe sagen. Hat also auch einen Vorteil, ja. Aber prinzipiell hätte ich mit dem alten auch gerne noch weitergemacht. Das Ding ist, der im Handyladen hat mich richtig verdutzt angeschaut, als ich das Handy hingelegt habe und gesagt habe, ist kaputt. Da hat er sich gedacht, ich verarsch den, dass ich da mit so einem Steinzeitding ankomme. Und ich dachte mir, ich wäre noch modern dran, aber nee. Heutzutage hat man halt alle 1 bis 2 Jahre scheinbar ein neues Handy. Finde ich ja ziemlich unnötig, muss ich sagen, aber gut, jedem das seine. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in der handyfreien Zeit, ja, auch wenn es nur eine Woche war oder so, ist, dass ich doch schon ein bisschen produktiver war, weil manchmal, keine Ahnung, da macht man das Handy nur an, um irgendwie, also gefühlt nur auf die Uhrzeit zu gucken, aber dann, ne, öffnet man irgendwie irgendwas und dann schaut man irgendwie 2 Sekunden irgendwas und dann macht man es wieder aus, also so richtig unnötige Sachen. Und ja, das fällt dann einfach mal weg und dann kann man doch auch tatsächlich deutlich produktiver sein. Ich habe auch schon von, also ich hatte ein paar Veranstaltungen halt auch mit Masterstudenten so und da habe ich mal mitbekommen, dass eine erzählt hatte, dass sie ihr Handy für die Zeit der Bachelorarbeit einfach also quasi weggelegt hat oder weggesperrt sogar und sich nur so ein altes Nokia-Ding geholt hat, mit dem man halt nur telefonieren kann im Notfall. Und ja, das eben die Zeit über gemacht hat, um eben nicht so abgelenkt zu sein und produktiver zu sein. Ich muss sagen, das könnte durchaus sinnvoll sein, ja. Zumal bei mir, interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, habe ich schon länger, glaube ich, nichts mehr über das Studium großartig erzählt, weil jetzt im letzten Semester bei mir wirklich nicht viel war. Mir fehlt jetzt quasi nur noch Bachelorarbeit und mündliche Prüfungen, insofern ich alles bestanden habe, aber mittlerweile sind auch alle Noten eingetragen, bis auf ein Seminar. Und ich hoffe mal nicht, dass es an dem scheitern wird. Das wäre bitter, weil sonst müsste ich ein Semester länger machen, aber das muss ja nicht sein. Nee, nee, nee. Also wie gesagt, ne, nur noch Abschlussprüfungskram steht an. Und ja, momentan müsste ich mich darum kümmern, mal für die möglichen Bachelorarbeit-Themen, die ich vorgeschlagen bekommen habe, ein bisschen auf Quellensuche zu gehen und zu schauen, wo sich da denn am besten was machen lässt. Aber das ist so eine Sache, ne? Das hat vielleicht noch 1, 2, 3, 4 oder 5 Tage Zeit, theoretisch auch, und dann schiebt man sowas ganz gerne mal auf. Das sollte ich aber eigentlich lassen, also, ne, falls ich noch nicht weitergemacht habe mit dem Kram, dann schreib mir mal rein, mach was, ja. Um mich dran zu erinnern, das wäre nett. So, diesmal fahren wir hier innen lang. Ich wollte das letztes Mal nur machen, um Items mitzunehmen und dann war ich schon da oben und dachte mir, kann ich die restliche Zeit auch noch da verbringen. Auch wenn das, glaube ich, echt langsam ist. Oh Gott, was passiert hier? Damit komme ich irgendwie nicht klar mit diesem Sprung da drüber. Ist das etwa die Strecke von dem, der die gewählt hat? Ich könnte es mir gut vorstellen, weil er die eigentlich ganz okay fährt und jetzt nicht so der stärkste Spieler ist prinzipiell. Ja, er fährt da auch diesen anderen Weg lang. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller, aber auch ein bisschen komplizierter zu nehmen. Deswegen spiele ich lieber das safe Game und hoffe noch auf den blauen oder so. Könnte ja kommen durchaus bei 3 Spielern. Mit hier einen Stunt zu bekommen, ist auch schwierig irgendwie. Moment, das machen wir mal so. Ich hätte auch die Bombe nutzen können, die hätte, wenn sie getroffen hätte, noch mehr Zeit gekostet für ihn. Aber die rote war einfach die deutlich safere Variante. Weil mit der Bombe hätte er halt vielleicht kurz stehen bleiben können, bis er explodiert oder so. Und dann hätte es doch wieder nicht so viel gebracht. Da habe ich lieber die sicherere Variante genommen. Auch wenn das so sicher auch nicht war, weil ich schon relativ nah dran war quasi. Es gibt ja immer diese Phase, in der man jemanden nicht mehr treffen kann, wenn er schon getroffen wurde. Man kennt sie. Auch wenn die in Mario Kart 8 deutlich größer ist als in Mario Kart Wii, glaube ich. Bei Mario Kart 8 habe ich schon häufiger in Videos gesehen, dass Leute halt so blau gedodged haben, weil sie davor irgendwie ein Item abbekommen haben einfach. Und dann halt komplett gedodged, die blaue. Ich glaube, das würde hier tatsächlich nicht funktionieren. Hier trifft die blaue trotzdem, oder? Müsste. Naja.
Damit hätten wir auch die Strecke hinter uns gebracht. Das ist auch irgendeine Luna-Strecke, oder? Ich glaube, die heißt auch irgendwas damit. Da haben wir da bald alle durch. So, plus 16. Vielleicht schaffen wir ja noch die... Oh, 6 Spieler, sehr schön. Kommen fürs letzte Rennen nochmal ein paar rein. Die 9300. 8300, nicht 9000. Ich lebe in einer Traumwelt, ich weiß. Okay. Je nachdem, ja, komm. Ich glaube, da können wir tatsächlich dann doch noch ein Rennen danach machen, weil das hier nicht unbedingt die längste Strecke ist. Gerade war halt relativ lang. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn... Kann es sein, dass ich ihn aus dem Wheelie gerammt habe bei ihm? Na, wobei, ich glaube, dann wäre er noch langsamer geworden. Ich habe ein bisschen Angst vor der Grünen. Ja, weil wir holen langsam, aber sicher auf. Oh! Nein, das war aber noch nicht die. Da kommen noch welche. Oh Gott. Die sind wirklich gefährlich hier auf der Strecke. Und, oh je, jetzt geht der Bildschirm vom PC aus. Einen Moment. Oh Gott, ich hoffe, das war nicht allzu laut für euch. Wenn ja, tut's mir leid. Ah, da wird er von der Roten noch getroffen, weil er davor in die Bananen gefahren ist und dadurch wahrscheinlich sein Item verloren hat. Das war nicht schlecht. Letztendlich war es wahrscheinlich dadurch sogar worth, dass ich so gegurkt bin auf der Geraden, um auf den Bildschirm zu drücken. Beziehungsweise auf... Oh Gott. Beziehungsweise auf... Ich bin gerade verwirrt. Weil hier läuft richtig laut Musik. Muss ich gleich mal schauen, dass ich das Fenster zumache. Ja. Ne? Wir versuchen einfach mal den Frontrun. Das ist sehr gefährlich, weil halt jeden Moment noch eine blaue kommen könnte. Ah, hätte ich mir denken können, dass die Daisy innen vorbeifährt. Ich überlege gerade, ob ich mich auf den zweiten zurückfallen lassen soll, tatsächlich. Ich habe ihn getroffen und er mich gerade so nicht. Das war richtig knapp. Ja, dafür kommt die rote. Oh, das ist jetzt bitter. Okay, das könnte vielleicht... Ja, das könnte gut sein, wenn ein Goldpilz kommt. Wollte ich gerade sagen. Na, den kriegen wir... Kriegen wir den noch? Ach, den kriegen wir gerade noch so, ey. Boah. So fest habe ich noch nie auf das Steuerkreuz gehauen. Ist die Frage? Ja, natürlich. Lag, ja. Ich wollte es gerade sagen, dass das bestimmt nicht gezählt hat. Na gut, wir machen noch ein Rennen, um vielleicht die 37 Punkte oder was es gerade waren, wieder reinzubekommen. Ich bezweifle es aber. Ich glaube, die kriegen wir nicht mal, wenn wir Erster werden wieder. Final Grounds. Der Streckenname ist auf jeden Fall schon mal eines Finales würdig. Und die Strecke würde ich sagen, ja, auch einigermaßen. Die ist okay. Vorausgesetzt, ich finde mich zurecht, aber eigentlich kenne ich diese vom Layout her schon einigermaßen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir können natürlich auch sofort vom Gegenteil überzeugt werden, das kann gut sein. So. Aber hier macht man das, glaube ich, so, genau. Ja, wir haben hier einen drin, der hat 7900 Punkte, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall schon ein bisschen Konkurrenz, ja, und hat das hier auch besser gemacht, als ich gerade. Bei dem sollten wir ein bisschen aufpassen, aber ich würde mich tatsächlich, glaube ich, auch mit dem zweiten so einigermaßen zufrieden geben. Vielleicht kriegen wir einen Pilz, dann könnten wir Abkürzung nehmen. Nee, ich glaube, es ist auch besser, mit zwei Pilzen zu nehmen, theoretisch. Aber müssen wir ja nicht. Die drei roten halte ich einfach mal. Wenn eine blaue kommt, sind wir dann gut dran. Und gegen Backspam sind wir auch abgesichert. Ich glaube, es ist 100 CCM, heißt, ich werde diesen Shroomless-Abkürzung hier links rüber nicht versuchen. Würde ich vermutlich auch auf 150 nicht schaffen, von daher wahrscheinlich sogar besser so, dass es 100 ist. Und ja, dann versuchen wir einfach hinten dran zu bleiben. Die Strecke ist ja ziemlich lang, da ist eine blaue durchaus drin. Wobei, die Strecke hier, glaube ich, die ist, gibt es hier nicht diesen Blue Shell Shelter, wo man quasi entlangfahren kann und dann von der blauen nicht getroffen wird, weil man... quasi unter so einer, ja, wie unter so einem Dach ist. Ich meine, das war die Strecke hier. Könnte aber auch sein, dass ich das mit einer anderen verwechsel, die so Triforces in den Itemboxen hat und so gelbe Itemboxen. Vielleicht weiß der eine oder andere, welche ich meine. Kann auch sein, dass das die war, aber ich meine, es ist die hier. Naja. Näher kommen wir nicht ran, weiter weg fährt er aber auch nicht. Die anderen sind ziemlich abgeschlagen auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch das Item mal wechseln sollte. Oh nein, hier geht die Strecke anders.
Ich dachte, das wären genau die gleichen Wege. Ja gut, das ist auch so ziemlich das gleiche, bloß dass das eine oben lang geht und das andere unten. Also passt schon. Wo ist meine andere rote hin? Die ist einfach mal verschwunden. Ich glaube, weil ich sie abgeworfen habe, als ich gerade rückwärts war. Ah nee, da kommt sie noch, oder? Oder war das noch die erste? Man weiß es nicht. Da kommt eine blaue auf jeden Fall. Okay. Hätte ich die roten mal ein bisschen länger gehoben, dann hätten die jetzt auch noch treffen können. Mist, das war nicht gut. Ja, das war vielleicht sogar rennentscheidend. Na gut, Pilz hätten wir eh nicht bekommen. Passt also soweit. Vielleicht können wir mit der Fakebox einen Epic Snipe abziehen an irgendeiner Stelle, aber mir würde jetzt auf Anhieb keine einfallen. Weil ich bin noch zu weit weg. Na, vielleicht da vorne irgendwo. Versucht er die Abkürzung? Nee. Na, komm. Ah, war ein weiter Wurf, aber leider nicht weit genug. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder eine rote. Falls nochmal eine blaue kommen sollte, sind wir gut dran, aber ich glaube nicht dran. Da beliebe ich wirklich nicht mehr rein. Oh Mann. Ich bin auch gerade wirklich ein bisschen durch, also mit so krass konzentriert fahren ist sowieso nicht mehr drin. Weil es wieder freaking warm ist gerade. Nicht ganz so warm wie bei dieser gefühlt 50 Grad warmen Hitzewellen-Dings. Aber schon so in die Richtung. Auf jeden Fall nicht angenehm. Und dann ist man immer ein bisschen durch. Ich zumindest. Oh nein. Okay, das ist ein bisschen lucky. Es tut mir fast schon leid. Tristan, du bist besser gefahren als ich. Ich gebe es zu. Aber am Ende gibt es nur einen Sieger. Ja? Oh Gott. Da fühlt man sich wirklich schlecht. Ja, normalerweise Schadenfreude ist eigentlich eher so auf 100% bei Mario Kart. Aber gerade muss ich sagen, dann doch nur so auf 90 und 10% habe ich Mitleid. Aber ich habe gelacht, also war Schadenfreude dann doch die erste Emotion, ihr habt recht. Plus 25 und ja, ich glaube, wir sind ziemlich konstant geblieben, was die Punkte angeht. Mal ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus, passt auf jeden Fall. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part wieder, werden wir vielleicht wieder normale Strecken fahren. Bis dann und tschüss.